Der Wirtschaftssprecher der SPÖ, der Wiener Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Christoph Matznetter ist der Nächste. Solche Prognosen rechnen sich früher oder später. Irgendwas muss man sehr glauben. Frau Präsidentin, meine geschätzten Damen und Herren, auf deiner bald nicht mehr ausreichenden Regierungsbank aufgrund der Menge der Bundesministerinnen, Bundesminister, Staatssekretärinnen und Staatssekretäre ist halt auch Inflation auf unseren Regierungsreihen. Meine geschätzten Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, die uns zuhören, Sie werden ein Déjà-vu haben. Es wurde heute schon angesprochen, wie viele neue Regierungsmitglieder eigentlich in den nur 2,5 Jahren seit Eingehen dieser Koalition der ÖVP mit den Grünen hier vorgestellt und verabschiedet wurden. Jetzt, dass die ÖVP auch Dankesworte für Elisabeth Köstinger findet, für Margarete Schramböck findet, ist alles verständlich. Der Überschwang bei den Grünen hat mich nur etwas gewundert. Ist das notwendig für die Aufrechterhaltung der Koalition, dass der Kotau gegenüber dem Partner so weit geht, dass man auch dort, wo man nicht konnte, wo man insgeheim froh ist, dass die Personen nicht mehr da sind, sagt, wie toll sie waren? Liegt das Ganze nicht vielleicht an einem Grundproblem dieser Koalition? Dass in Schönwetterzeiten vor 2,5 Jahren man gesagt hat, probieren wir doch, das ist nicht das Beste, zweier Welten zu kombinieren. Wie auf einem Schiff, wo das Wichtigste der Captain's Dinner ist und die Unterhaltung der Gäste. Nur dieses Staatsschiff kam schon mit Corona in so schwere Seenot, dass eine andere Jobdescription notwendig ist als Unterhaltung. Und das liefert diese Koalition nicht. Und vielleicht stimmt es, was die Clubobfrau Siegemauer gesagt hat. Wir haben das Bestmöglichste gegeben. Vielleicht können sie nicht mehr. Und vielleicht müssen wir danken jenen, die sagen, wir können es nicht und wir gehen daher von Bord. Und in diesem Sinn danke Elli Köstinger und Margarete Schramböck für die Ehrlichkeit. Natürlich wird der Kollege Jeksi zu der Tagespresse ein Problem haben, denn die schönen Artikel über Afrika-Land und Kauf aus Österreich kann er jetzt nicht mehr bringen. Aber wir sind der Ehrlichkeit dankbar. Wir können es nicht. Es fehlt nur diese Ehrlichkeit bei den anderen Damen und Herren. Machen Sie den Weg frei für eine Regierung, die auch in der Krise für die Menschen da ist. Sie haben Ihr Bestmögliches getan. Es genügt nicht. Und jetzt kommt sicher wieder, ja, der Matznetter, die Roten tun uns da schon wieder kritisieren. Na, ich möchte, vielleicht schlagen Sie heute auf einmal die Zeitung Die Presse, auch nicht gerade bekannt als Zentralorgan des Sozialismus, und schauen einmal, wie der Kollege Urschitz dort das kommentiert. Wir brauchen jetzt Krisenmanager, nicht hilflose Wohlfühlpolitiker. Und er fragt sich, wie in Zeiten wie diesen über die Frage, ob Fiakerpferde hier fahren oder die Frage, ob man bei Rot als Radfahrer fallweise abbiegen kann, statt den Kernproblemen, vor denen das Land, die Volkswirtschaft, die Gesellschaft und die Menschen stehen, angeht. Und recht hat er. Die Menschen wissen nicht, wie sie das Mehl, wie sie das Brot, wie sie die Gasheizung, wie sie den Strom zahlen. Und sie beschäftigen sich mit diesen Themen und Regierungswechsel. Das geht nicht. Das ist nicht einmal Captain's Dinner. Nehmen Sie sich eine Schwimmweste und hupfen Sie über Bord und geben Sie den Weg frei für eine Brückenbesatzung nach Neuwahlen, die in so einer Situation das Schiff steuert. Und wenn dann die Dinge kommen, wie die vorgezogene Steuerreform bringt. Ich frage Sie, Herr Bundesminister Kocher, was schätzen Sie, was bei 2.000 Euro brutto im Monat bedeutet, wenn die 32,5% Progression auf 30% sinken? Wie viel bedeutet das netto für diese Person mit 2.000 brutto mehr im Monat? Und zur Ergänzung bei 3.000 Euro. Ich habe noch keine Antwort, der Finanzminister schweigt auch selig, ist okay. Ich sage es Ihnen, meine Damen und Herren, 3,60 Euro,
Das ist nicht einmal 2 Liter Diesel, ist es bei 2.000 brutto. 23,50 Euro bei 3.000 brutto. Das wäre die Entlastung, das ist auf dem Niveau dieser 150 Euro Gutscheine, den man vielleicht in einem Jahr einlösen kann. So geht's nicht, meine Damen und Herren. Die Menschen brauchen jetzt etwas. Und ehrlich gesagt, Schluss mit Wohlfühlpolitikern. Und ich will den Neuen, freue mich, dass Sie da sind. Ich habe auch die Worte des Herrn Neuen Bundesminister gehört. Die Hand ist ausgesprochen, aber vielleicht arbeiten wir jetzt endlich zusammen. Hören Sie auf, alle Anträge der Opposition zu vertagen oder abzuweisen. Versuchen wir es gemeinsam. Sie alleine können es auch bestmöglich nicht. Wir könnten es besser und der beste Weg wäre Neuwahlen.